1000 Zuschauer im Homburger Waldstadion, hart gefrorener, glatter Boden und ein FC Homburg, der vom Anpfiff an Tempo machte. Daniel Jürgeleit allerdings erst Mitte der ersten Halbzeit. Und Gästetrainer Donau war mit dem Abwehrverhalten seiner Schützlinge zumindest hier nicht zufrieden. Wenig später wieder Jürgeleit, der heute Geburtstag hat, 28 Jahre alt wurde. Diesmal aber zu hoch angesetzt für Bernd Gries. Dennoch war Gerd Schwickert bis dahin zufrieden. Dann kamen seine Schützlinge zu einer sogenannten Großchance. Michael Kimmel. Ja, ich habe gesehen, dass der Barra rechts durch war und ich hatte auch gedacht, dass er nach innen passt. Gehe auch in die Spitze rein und sehe den Torwart schon auf mich zukommen und wollte den Ball halt unterm Torwart durchspielen. Jedoch, der Ball ist ja auch hochgesprungen. Dann war es halt unheimlich schwer und haben gerade noch den Unterkörper gekriegt und hat ihn im Nachfassen halt dann gehalten. Der Halbzeitstand 0:0. Auch im zweiten Abschnitt Homburg überlegen. Daniel Jürgeleit. Hier wurde Bernd Gries attackiert, Freistoß für die Platzherren nach 49 Minuten. Und Achtung, Baranowski bediente Jürgeleit, der traf nur den Querbalken. Und wie? Das sehen und hören wir uns noch einmal an. Auch mit Flügeln wäre Adler hier nicht mehr rangekommen. Und die nächste Chance nach Eckstoß Kasper, zu kurze Abwehr und Willi Landgraf, wieder war es Jens Adler, der große Rückhalt seiner Mannschaft. Auch diese gute Homburger Chance sehen wir uns noch einmal an. Landgraf gegen Adler, nur zweiter Sieger. Die Elf von der Saale im Sturm harmlos, nur selten gab es solche Szenen, hier die beste. Darius Voss, der nach Bochum wechselt, mit einem Distanzschuss, der aber auch nichts einbrachte. Die letzte und beste Homburger Möglichkeit nach 77 Minuten. Baranowski auf Michael Hubner und wieder war Jens Adler Endstation. Das war wohl die größte Chance und der Ball wird verlängert von Bernd Gries und danach nochmal vom Barra und da laufe ich alleine auf Tor zu und will den Ball über den Torwart drüber lupfen. Nur der war zu schnell draußen und war schon 1 Meter vor mir. Hat es nicht mehr geklappt. Es blieb am Ende beim 0:0. Der hallische FC hat einen Punkt gewonnen, der FCH einen verloren, ein Punkt, der in der Endabrechnung wehtun könnte.